Verbraucher und Verbraucherinnen möchten wissen, welche Nährstoffe sie mit einem Lebensmittel zu sich nehmen. Wie viel Fett steckt in Mozzarella? Wie viel Salz im Speck? Und wie hoch ist der Zuckergehalt von Nutella? Auf vorverpackten Lebensmitteln muss seit Dezember 2016 der Nährwert verpflichtend angegeben werden. Grundsätzlich muss dies in Tabellenform erfolgen. Nur bei Platzmangel dürfen die Angaben als aneinandergereihter Text aufgedruckt werden. EU-weit ist genau geregelt, welche Angaben verpflichtend und welche freiwillig sind. Deklariert werden müssen, und zwar in dieser Reihenfolge, der Gehalt an Energie, Fett und gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten und Zucker, Proteinen und Salz. Weitere Informationen, beispielsweise zum Gehalt an Ballaststoffen oder ungesättigten Fettsäuren, können freiwillig angeführt werden. Der Nährwert wird jeweils in Gramm pro 100 Gramm des Produkts angegeben, für flüssige Lebensmittel in Gramm pro 100 Milliliter. Dank dieser einheitlichen Kennzeichnung kann man verschiedene Produkte miteinander vergleichen, auch wenn eine Packung 500 Gramm und eine andere nur 350 Gramm enthält. Nutella liefert beispielsweise 30,9 Gramm Fett und 56,3 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Der Zuckergehalt in der Nährwerttabelle umfasst übrigens den Gesamtzuckergehalt eines Lebensmittels, also sowohl zugesetzte als auch natürlich enthaltene Einfach- und Zweifachzucker, wie Fruchtzucker, Milchzucker usw. So mit rund 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter enthält ein 100%iger Apfelsaft von Natur aus viel Zucker, ohne dass welcher zugesetzt wurde. Viele Hersteller geben zusätzlich den Nährwert pro Portion an, freiwillig. Dabei können die Hersteller aber die Portionsgröße willkürlich selbst festlegen. Für Nutella gibt der Hersteller eine Portionsgröße von 15 Gramm an. Entsprechend enthält eine solch kleine Portion nur 4,6 Gramm Fett und 8,4 Gramm Zucker. In der letzten Spalte der Tabelle finden sich häufig noch Prozentangaben. Diese beziehen sich auf den Nährwertgehalt pro Portion und geben an, wie viel Prozent der sogenannten Referenzmenge durch eine Portion des Produkts abgedeckt wird. Als Referenzmenge gilt die empfohlene oder auch die maximale Tageszufuhr für eine durchschnittliche erwachsene Person mit einem Energiebedarf von 2000 Kilokalorien. Eine 15 Gramm Portion Nutella entspricht mit 80 Kilokalorien ca. 4% eines durchschnittlichen Tagesenergiebedarfs. Von der verpflichtenden Nährwertkennzeichnung ausgenommen sind Produkte, die unverarbeitet sind oder aus nur einer Zutat bestehen. Dies trifft unter anderem auf Obst, Gemüse, Mehl, Reis und Honig zu. Auch Kräuter, Gewürze, Kaugummi, Tee sowie Kräuter- und Früchtetees dürfen ohne Nährwerttabelle verkauft werden. Wie viel Energie, Fett, Kohlenhydrate, Proteine und Salz sind in einem Lebensmittel enthalten? Der Blick auf die Nährwerttabelle gibt Auskunft darüber.